Obwohl die Corona-Zahlen kontinuierlich sinken, hat der Bundestag die sogenannte Pandemie-Notlage in Deutschland um 3 Monate verlängert. Die Bundesregierung kann somit bis Ende September weitreichende Einschränkungen vornehmen, wenn sie es für erforderlich hält. Die Grünen stimmten trotz Kritik zu. Abgeordnete von FDP, AfD und Linken waren dagegen. Die Kritiker sagen, dass es noch immer keine geeigneten Öffnungskonzepte gibt, bis auf ein Bundesland. Max Seib. Große Veranstaltungen sind wieder möglich, zumindest im hohen Norden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erlaubt ab Montag private Feiern drin mit bis zu 125 Gästen, draußen sogar mit 250. Noch deutlich mehr, nämlich 500 Besucher drin und 1000 draußen, sind künftig wieder bei Konzerten, Theatern, im Kino und im Gottesdienst erlaubt. Wir haben eine Inzidenz von 9. Es gibt im Moment keine Anzeichen, dass sich etwas daran ändert. Wenn Sie Veranstaltungen in dem Bereich danach planen, die Chance ist extrem hoch, dass genau das auch durchgeführt werden kann. Großveranstaltungen, aktuell das nächste große Streitthema. Günther, der vor kurzem selbst noch das Metal-Festival Wacken abgesagt hat, prescht nun voran, nachdem beim Bund-Länder-Treffen nur geklärt wurde, dass man erstmal nichts klärt. Die Branche blickt weiter in die Röhre. Wir haben keine Perspektive, wieder mal nicht, muss man wirklich so sagen. Und dass das wieder weiter delegiert wurde von der Ministerpräsidentenkonferenz, ist für mich persönlich wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Bei den aktuellen Zahlen wächst aber nicht nur in der Eventbranche die Erwartung nach noch mehr Normalität. Inzwischen haben 97% aller Kreise eine Inzidenz unter 50 und auch die Lage in den Krankenhäusern steht. Die Begründung für die Einschränkungen hat sich inzwischen deutlich entspannt. Aktuell gibt es so wenige Covid-Intensivpatienten wie seit Ende Oktober nicht mehr. Und doch hat die Bundesregierung die epidemische Notlage um 3 Monate verlängert. Heißt, weitreichende Einschränkungen weiter möglich. Der Grund, die neue Mutation Delta. Obwohl Großbritannien einen deutlich höheren Impfstand hat, ist dort diese neue, aggressivere Delta-Variante sehr schnell auf dem Vormarsch. Tatsächlich ist die Inzidenz in Großbritannien in den letzten 2 Wochen von 27 auf deutlich über 60 gestiegen. In Deutschland macht die Mutation Delta bisher aber mit 2,5% nur einen Bruchteil der neuen Fälle aus.